Hallo und herzlich willkommen hier zu einer nächsten Minecraft-Folge, zur 188. jetzt mittlerweile. Und wir haben im Hintergrund leise Musik laufen. Das ist die alte Playlist von den letzten 100 Folgen. Die Sonne hier geht langsam ganz unter, verschwindet. Das wird alles nach und nach dunkler, bis auch der rote letzte Streifen verschwunden ist. Ja, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft, hier auf dem Channel mit BlueCreeperAD. Und wir gehen am besten einfach mal runter. Ah, bei Nacht ist das doch ganz schön hier, ne? So. Im alten Texture Pack wieder. Diesmal habe ich an alles gedacht. Hoffe ich doch. So. Wir hatten ja in der letzten Aufnahmesession die Agrarindustrie stillgelegt erstmal. Aus den Gründen einfach, weil wir genug haben. Wir haben genug Essen, wir haben genug Trinken, wir haben alles genug. Von daher brauchen wir uns darum jetzt keine Sorgen machen. Wir haben tatsächlich neuerdings auch einen Amboss. Ich würde tatsächlich ganz gerne auch einen Eisengolem hier besitzen. So einen schönen kleinen Eisengolem. Der vielleicht hier... Mal gucken, was der bewachen soll. Vielleicht den könnte man doch dann theoretisch hier im Haus spawnen, ne? Der könnte das doch hier im Haus bewachen. Na komm. Ach komm, jetzt ist aber gut. Jetzt ist gut. Du, ich habe dich hier immer noch nicht eingeladen. Nein. Gerichtsvollzieher bist du auch nicht und Rechtsanwalt auch nicht. Ich schlag dich gar nicht erst als Notar durch. Mich ein Notar, also ein Rechtsanwalt mit besonderen Eigenschaften, bist du auch nicht. So, also wobei ich denn sagen muss, was würde uns denn ein Eisengolem hier nützen, in dem Haus, wo hier eh eigentlich wenig spawnt? Man könnte ihn vielleicht hier oben hinbauen. Weil hier kommen ja des Öfteren auch Leute aus dem Portal, die nicht ganz erwünscht sind, ne? Darüber könnte man tatsächlich mal spekulieren. Oder wir haben den Eisengolem einfach im Spawnhaus. Einfach so als Begrüßung, als, ne? Zur Begrüßung einfach nur. Hier auch groß genug alles, man kann sich hier bewegen, der Eisengolem auch, über mehrere Etagen. Von daher, warum denn nicht einfach hier ein Eisengolem hinsetzen? Das wäre doch mal was. Ich glaube, ich hole mal das nötige Eisen dazu und dann... Was wäre das denn? Diese Endermänner. Hey, ups, Jizzy. Nein, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Wo renne ich denn hin? Da nicht rein. So. Rohstoffe. Ich brauche Eisen und Eisenblock. Ein Kürbis, den nehmen wir von unserem Lager mit. Wo ist der? Nicht hier. So. Wie viel Eisen brauchen wir denn eigentlich? Ja gut, Eisen, das sollte reichen. Haben wir denn oben eine Werkbank? Ich höre immer noch irgendwo den Eisengolem. Den Enderman, meine ich. Jetzt vertausche ich die beiden auch noch. Guck mal, wir haben hier gleich einen Amboss. Na gut, dann nehme ich mal die Werkbank mit nach oben. So. Können wir ja gerne mal auch hier hinsetzen, so. Okay, wie war das? 1, 2, 3, 4 Blöcke. Kann das sein, dass wir 4 Blöcke haben? 1, 2, 3. Und das ist der vierte. Also, hoffentlich ist das jetzt mit meinen Gedanken auch richtig. 1, 2, 3, 4
Und klack. Hui, da haben wir ihn doch. Oh, dürfte ich mal ganz kurz, also ich dürfte doch mal ganz kurz hier. Ein schönes Thumbnail mit dir. Hier, lieber Eisengolem. Warte mal, dreh dich nicht weg, dreh dich nicht weg. Dreh dich. Reins. So, dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Willst du was? Willst du was? Ach so, du willst essen, hier. Hä, was machst du denn? Junge, hör auf mir hinterher zu rennen. Beschützt du mich? Laufst du hinter mir her? Nee, ne? Wenn ich mich jetzt hier hinlaufe, dann kommst du jetzt nicht hinterher, ne? Nein. Okay, dann haben wir unseren da haben wir hier einen richtigen Eisengolem, der bringt uns hoffentlich ein bisschen Sicherheit. Wir taufen den, wie nennen wir den eigentlich? Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man den nennen könnte? Mir fällt nicht an. Ich nenne ihn Heinz. Heinz. Das ist Heinz. Heinz der Eisengolem. Heinz. Einfach nur Heinz. Der kommt ja auch nicht durch die Tür durch, deshalb wird er da drin schön unser Spawn bewachen. So. Wir könnten tatsächlich mal, weil wir haben jetzt ja nicht so viel zu tun. Warte mal, wir können ja mal. Das erste, was ich jetzt auch schon mal machen. Also mir ist das hier so ein bisschen. Bisschen zu, ne? Muss ja auch mal ein bisschen grün hier reinkommen. Wir könnten tatsächlich mal so ein bisschen weiter weg reisen. Einfach mal eine große Reise unternehmen. Einfach mal weiter wegreisen. Mal gucken, wo wir hinkommen. Wir haben hier Strand, wir haben da hinten Berge. Das da hinten würde interessant aussehen. Da würde ich gern vielleicht mal hin. Da hinten ist auch so ein riesengroßer Berg. Ich wüsste zwar nicht, was es da geben sollte, aber vielleicht finden wir ja mal was. Können wir uns mal auf die Reise machen. Einfach mal eine schöne Reise antreten, weil das muss man ja auch mal machen, muss auch mal von zu Hause wegkommen. Das muss sein. Das ist halt so, ne? Was brauchen wir denn für unsere Reise? Wir brauchen also Waffen. Waffen, auf jeden Fall Waffen. Ich nehme auch sogar mal, wir haben keine Pfeile, nützt uns auch kein Bogen. Werkzeuge. Können wir das mitnehmen? Können wir für besondere Bäume das mitnehmen? Das. Äxte, ja. Eimer, vielleicht sogar für Milch. Das wäre mal interessant. Dass wir Milch vielleicht sogar mitnehmen können. Komm, das muss jetzt mal sein. Wir probieren einfach mal die neue Rüstung an. Ah, so fühlt man sich doch gleich viel besser, ne? Was haben wir hier noch drin? Hier haben wir nichts, hier haben wir auch nichts. Das hätte noch sein können, ja, hier haben wir noch das Übliche drin, das von vor 100 Folgen mal. Holz, sollen wir was an Holz mitnehmen? Vielleicht eine Werkbank, vielleicht eine zwei Werkbänke so zum Mitnehmen, sollte man ja auf einer Reise immer haben. Sonstiges, könnten wir vielleicht mal sowas mitnehmen? Vielleicht, ich hätte eine Idee. Ein Sattel vielleicht mal, damit wir mal ein bisschen was einfangen können hier. Rüstungen brauchen wir jetzt nicht mitnehmen, diese diamantene Pferderüstung, das ist jetzt nicht so, ne? Ich weiß nicht, was könnte man noch mitnehmen? TNT brauchen wir jetzt nicht so. Brot wäre auf jeden Fall wichtig, aber das hätten wir auch eigentlich beim Essen hier. Da können wir eigentlich theoretisch hier ein paar Kartoffeln mitnehmen. Kartoffel. Wir sollten vielleicht genug Holz mitnehmen. Ich meine, jetzt für eine Bootsfahrt brauchen wir Holz, brauchen wir eine Werkbank, von daher sollte man schon, ne? Ja. Da wir hier rundherum das Wasser haben, möchte ich ganz gern in die Richtung fahren. Wir dürfen uns natürlich auch nicht verlieren. Verdingsen. Deshalb verlaufen.
Kompass, Redstone und Eisen, richtig? Müssen wir mal gucken, ob wie wir das craften oder wie ich das crafte. Ich habe sowas in Erinnerung. Natürlich nicht. Das war natürlich schon klar. Ich muss jetzt wieder rumprobieren. Schöne Bastelstunde. Ist das nicht ein Goldbarren in der Dings in der Mitte? Mhm, Nuggets brauche ich jetzt nicht. Ich würde ganz gerne mal einen Kompass haben. Oh, wie hat man den nochmal gecraftet? Nee. Boah Gott, wie war denn das? Jetzt sag nicht so. Nein, klar, natürlich nicht. Ich würd ganz gerne wieder nach Hause finden, von daher. Jetzt mal überlegen. Eine Uhr kann man doch, ich will ja keine Uhr, ich möchte ja einen Kompass haben. War das nicht so? Irgendwie war das doch. Ich weiß es nicht. Wir müssen also damit rechnen, dass wir nie wieder nach Hause finden. Ich weiß nicht, oder wir fahren die ganze Zeit in eine Richtung und kommen dann hoffentlich irgendwann wieder irgendwie zurück. Weil jetzt so ist das natürlich ein bisschen. Bisschen blöd, ne? Wie macht man einen Kompass? Das ist einfach großartig. Ich konnte es mal, ich weiß es. Jetzt kann ich es aber irgendwie komischerweise nicht. Das kann doch nicht sein, echt, ganz ehrlich. Haben wir denn irgendwas vergessen? Nein. Wie kann ich mir das sowas vor... Ja! Oh Mann, tut mir leid, wenn ich gerade laut war. So, warte mal. Der zeigt jetzt irgendwie was Komisches an. Der zeigt ja irgendwie immer den Spawn an, ne? Genau, wir haben den World Spawn doch hier im Haus gesetzt. Gut. Das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Das heißt, wir finden immer zurück. Das heißt, wir können uns jetzt auf eine sehr, sehr lange Reise vorbereiten. Ich gehe das letzte Mal hier schlafen. Und dann würde ich sagen, beginnt die Reise auch.